ist die handschöne Frau. Ihre Augen sind so blau, ihre Lied, ihre Lut, ihre Lach. Küsst die handschöne Frau, wenn ich in ihre Augen schau, dann bin ich dem siebten Himmel nah. Ja, Thomas, nach mehr als 40 Jahren ist die ERV Geschichte. Lass uns noch mal kurz teilhaben. Wie waren so die letzten Minuten auf der Bühne für dich bei dem Abschlusskonzert in Wien? Es hat ähnlich gerochen wie hier. Ich fühle mich zu Hause. Nein, es war bewegend. Es war wirklich, also ich bin normalerweise nicht nah am Wasser gebaut, aber das war irgendwie, war ich kurz vorm Heulen, weil das mir erst dort bewusst wurde, dass dieser Abschnitt jetzt für immer zu Ende geht. Und das Einzige, was halt schön war, dass das Publikum ähnlich beseelt, und es war einfach ein toller Abend, aber dabei knapp am Weinen. Ja. Ihre Augen sind so blau, ihre Lied, ihre Lut, ihre Lach. Küsst die Hand, schöne Frau, wenn ich in ihre Augen schau. Du hast bei einem Interview mal gesagt, möglicherweise, vielleicht gibt es ja sogar irgendwann ein Comeback, aber dann eher so in Sachen vielleicht auf der Kleinkunstbühne. Kannst du dir das nach dem Abschluss auch noch vorstellen, oder ist das jetzt wirklich ad acta? Es muss schon was Großes geben. Vielleicht, ich glaube zwar nicht an ein nächstes Leben, aber dann vielleicht gibt es eine Wiederauferstehungstour der ERV in anderem Gewande, mit mir als Metal-Gitarristen zum Beispiel. Man könnte es zum Beispiel die Lazarus-Tour nennen. So, also, keine Ahnung, oder die Rückkehr der Mumien. Also irgendwie, kleine Bühnen haben ihren totalen Reiz, weil man einfach mit feineren Tönen arbeiten kann. Aber so eine 12.000er Halle, hat schon auch was. Keine Ahnung. Also das heißt, die ERV in diesem Pop-Gewand wird es nicht mehr geben, aber das heißt nicht, dass es nicht eine andere Form der ERV, vielleicht noch ein bisschen rauer, aerobiker. Also einmal noch auf einer großen Bühne stehen, wäre schon auch was Schönes. Für den ERV-Sound war ja nicht nur deine Gitarre und die Texte ganz wichtig, sondern auch deine tiefe Stimme. Du hast manche Songs gesungen und du hast auch diese berühmten Auga Aga Ugas gemacht. Ja, ich was weiß. Was passiert denn damit jetzt eigentlich? Ich bin froh, dass ich also solche Gutturallaute wie Brrndata und Auga Aga, das da bin ich einmal sehr froh, dass ich nicht nur auf das reduziert werde in Zukunft. Ah ja, also ich glaube, ich kann ohne Ahuga-Hagas auch gut leben. Aber könnte man auch sich eindenken in ein neues Songmaterial, dass das unterbringt? Nein, ich habe zum Beispiel auch meine tiefe Stimme, auch schon Stefan Weber mit seinem Tradiwaberl. Das war also eigentlich einer meiner Lieblingssongs. Und da durfte ich singen, unser Sohn hat eine Dauererektion. Also das hat mir eigentlich besser gefallen als Ahuga-Haga. Welche Dinge kommen denn jetzt danach? Es bleibt Kunst, es bleibt ein bisschen Musik, aber wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Eigentlich so wie die Songs, die ich für andere gemacht habe. Also das wird emotionaler sein, also humorbefreiter, liebevoller, balladenhafter und auf der anderen Seite vielleicht auch eine Metal-Variante oder so. Das heißt, es wird genau jetzt Freiraum sein für Dinge, die bei der ERV nicht so Platz fanden. Und auf jeden Fall, jede Tür, die sich schließt, öffnet eine neue. Und ich gehe frohgemut ohne Rollator durch diese und schaue, was die Zukunft mir bringt. In der Provinz bin ich der Märchenprinz. Mama, Mama, oh, oh, ah, beim Vogeltanz bin ich die Nummer 1.